Willkommen im Autohändler-Alltag. Von Benzo bis BMW. Willkommen im Autohändler-Alltag. Audi Cabrio. Willkommen im Autohändler-Alltag. Alles was du willst. Willkommen im Autohändler-Alltag. Komm zu dir. Ach man, einer Sache bleibt sich Renault echt immer treu, ne? Das ist diese perverse Lenkradbedienung hier. Also, jetzt mal ohne Quatsch, denn ist da seit 20 Jahren nichts Neues eingefallen. Länger schon. Da sind nicht echt treu geblieben, ne? Genauso wie hier. Ja, hier. Also mal richtig hässlich, oder? Wenn man jetzt mal überlegt, ne? Renault PSA Opel. Wir haben ja letztens im Corsa gesessen. Mhm. Klar, es ist ein neues Modell. Der war komplett frisch. Aber der Clio jetzt hier beim Mietwagen, ne? Das ist mit Abstand der zerkloppteste Mietwagen, den wir je hatten. So ringsrum zerrammelt die Kiste, ne? Und hat übrigens auch schon irgendwie 37.000 Kilometer runter, was ja für so einen Mietwagen eigentlich äußerst ungewöhnlich ist. In Deutschland. Mhm. Und spricht also dafür, dass sie halt ihre Karren nie mehr bestellt haben. Und die alten Autos einfach länger fahren. Herzlich willkommen bei der Autogesellschaft. Wir sind auf dem Weg nach Frankfurt. In der schöne Hessen. Und haben die Mission oder beziehungsweise ein Angebot bekommen von einem unserer Abonnenten aus der Bankenstadt, zwei seiner Fahrzeuge eventuell käuflich zu erwerben. Und was das für Fahrzeuge sind, zeigen wir euch, wenn wir da sind, oder? Wollen wir uns ein bisschen spannend halten. Wir machen es mal so wie die ganzen YouTuber. Machen es mal total spannend. Nee, Quatsch. Wir gucken uns da an einen Porsche 997 Turbo Coupé MK1 in einer äußerst wilden Farbe. Hatte ich so noch nie auf einem 997, oder? Nee. Tanngrün, kann das sein? Ja, irgendwie sowas in der Richtung. Also auf jeden Fall ist der grün perfekt dunkel irgendwie. Krass, geil. Also richtig, Julian feiert die Farbe mal so derart übertrieben. Ich sag mal so, er ist von der Ausstattung her für einen Turbo relativ schlicht, sag ich jetzt mal vorsichtig. Er hat jetzt also keine Sport, keine adaptiven Sitze, kein Sport Chrono, aber es ist eine Automatik, hat 480. Tannengrün Metallic. Tannengrün Metallic. Es ist eine Automatik, hat 480 PS. Und jetzt kommt das Interessante oder das Spannende, was wir so noch nie hatten. Der hat 197.000 Kilometer runter. Das ist ein 08er. Also hat auch noch kein neues Navi und so ein Zeug drin vom MK2. Und ist aber wohl gut gepflegt. Wie war das irgendwie? Der Vorbesitzer hat 11,5 reingesteckt jetzt nochmal in das Auto? In anderthalb Jahren. Bremse, Reifen, Service. Keramikversiegelung. Keramikversiegelung für 1800, hast du erzählt? Genau. Alter. Da habe ich echt auch kurz geschluckt. Ich dachte, okay, dann mache ich nur noch Keramikversiegelung, weil da ist, glaube ich, die Marge nicht so schlecht. Das ist krank. Alter, was wird das Materialeinsatz sein? 300 Äste? Mhm. Wenn überhaupt? Weniger, ne? Wahrscheinlich, denke ich auch. Wahnsinn. Egal. Da haben wir aber gesagt, okay, komm. In Kombination mit dem anderen Auto klingt das interessant. Und das ist nämlich wieder was ganz Besonderes. Und zwar ist es ein RS4 B7. Und jetzt aber, rate mal was. Ist es A, ist es vielleicht A, eine Kombi, B, eine Cabrio oder vielleicht auch C, eine Limousine? Schreibt mal in die Kommentare, was es sein könnte. Hat auf jeden Fall Schale, hat Carbon-Applikation, hat ein großes Navi, eine geile Farbe, eine geile Felge, geiles Auto und hat wenig runter. 64.000 Kilometer, deutsches Kraftfahrzeug, seit 2009 wohl im Besitz des Besitzers. Mhm. Im Besitz des Besitzers klingt ein bisschen komisch. Guck mal hier, der neue Corsa, finde ich geil. Ja, sind schon sportlich und schnittig. Ja, schnittig. Wenn ich das Klo hier, also Renault Clio, Entschuldigung, hier so ins Verhältnis sehe. Ich meine, ohne Scheiß, der fährt super. Also fahren du das Ding, ne? Auch 13er Turbo, super. Das Auto ist halt innen drin, den hat man irgendwie vergessen. Das ist so ein bisschen das verlorene Kind. Irgendwie habe ich den Eindruck. Auch diese Knöpfe und so, ne? Ja. Und das finde ich am schlimmsten hier. Ja, wirklich, das ist. Also das ist echt gruselig. Das war 2000 in. Echt. Jetzt aber das cool. War das überhaupt mal das, cool? Das war mal cool hier. Echt? Klar. Hat Benz immer gemacht. Beim 230er gab es das auch. Und beim W211, glaube ich, gab es diese Karten am Anfang auch. Ach, hatte ich ja auch bei mir. Siehst du? Beim W220, ne? Ja. Genau, gab es die Scheiße auch. Traurig ist, dass du immer noch das Ding hier reinfummeln musst, um zu starten. Das ist halt so nie erkennt, ne? Das ist dann schon ein bisschen schade eigentlich. Aber egal. Fakt ist, dass der RS4 seit 2009, wie gesagt, im Besitz ist. Und das ist halt schon eine außergewöhnliche Geschichte. Weil 12 Jahre lang so ein Auto im Besitz zu halten, das hast du nie an jeder Ecke. Und wenn ihr jetzt mal ins Netz schaut, bei mobile.de, und checkt einfach mal den Markt ab, wie viele Limousinen es gibt.
original eine. Mhm. Und die ist noch nicht mal, wo ich sage, gut, die ist Daytona Grau, glaube ich, das geht schon. Ich finde aber, das Grau mittlerweile ein bisschen abgedroschen, abgelutscht so, ausgelutscht. Und hat halt okay eine Schale und so, ein bisschen eine wilde Farbkombination. Ja, innen ist ja nicht schön. Also, das ist Geschmackssache. Ja. Also ich finde unseren, den wir jetzt angucken, deutlich. Ja, schwarz. Ne? Schöner. In schwarz mit Schale geht immer. So, und genau, und deswegen haben wir gesagt, gucken wir uns an. Der Turbo ist quasi, klingt jetzt dumm, das nie unbedingt das Highlight. Das Highlight ist eher der RS4. Mhm. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass wenn wir jetzt beide kaufen sollten, dass ich behaupten würde, der Turbo ist als erstes weg. Weil der hat auch ein lückenloses Steckheft. Ne? Das sieht auch lustig aus. Die ersten zwei Seiten sind komplett voll mit Porsche-Stempeln. Mhm. Und dann verliert sich so ein bisschen, also dann ist er auch regelmäßig in Erwartung gewesen, aber eben bei freien Werkstätten dann eben auch oder Porsche-Spezialisten. Wir melden uns, also wir sehen uns gleich, wenn wir da sind. Bis gleich. Kunde, ich muss ja mal eine Sache, muss ich jetzt mal ganz kurz loswerden. Das kommt ja wirklich selten vor, dass ich aus einer Karre nach einer längeren Fahrt aussteige und mir alles wehtut. Und in dem Auto ist das wirklich tatsächlich mal der Fall. Ne? Also gefahren ist das Auto ja eigentlich ganz gut, aber die Sitze sind irgendwie nicht so ganz für meine Gewichtsklasse ausgelegt. Der Julian war übrigens original mit seinen Jungs vor einer Woche hier im Urlaub. Hat mit eurer Sauftour mit dem Audi A3 e-tron. Ne? Und da ist hier vorne wirklich die Absteige, wo ihr wart. Ne? Original. Wirklich 100 Meter von hier. Das sieht auch wirklich wild aus, die Bude. Ne? Das ist wirklich nicht schön anzusehen. Das war auch nicht schön. Das sieht wirklich wild aus, das Ding. Ja, ich würde mal sagen, es ist eine beschauliche Gegend hier. Wird wahrscheinlich nie ganz so günstig sein. Ich habe schon spekuliert. Ich vermute mal, hier vorne stehen so ein paar Neubauten. Ich würde mal so schätzen, 7000er Meter Neubau. Schätze ich mal. Irgendwo so in der Drehe. Und jetzt stehen wir hier, am Ende kommt gar keiner. Hast du das schon mal erlebt, sowas? Ich kenne Leute, die wirklich losgefahren sind und auf dem halben Weg einen Anruf hatten, ist doch verkauft schon oder keiner da. Geil. Wirklich, kenne ich Leute. Also mir ist es noch nie passiert. Toi, toi, toi. Aber ich kenne Leute, denen ist es schon passiert. Also die Auffahrt hier hoch hat schon ein kleines bisschen in sich, ne? Wenn du zum ersten Mal hier rausfährst. So, Sprintblau ist die Farbe, ne? War in den 2010er Jahren, also Sprintblau gab es ja auch auf dem normalen A4, war das eigentlich immer ein 1000er extra im Verkauf. Wenn du so ein Auto hattest in der Farbe, safe ein 1000er mehr. Immer. Die fahren wir jetzt hier auf dem 997, wo der Paul schon fleißig durchschmisst. Übrigens, der Besitzer der Fahrzeuge möchte gern nicht mit auf die Videos, hat berufliche Hintergründe. Aber es ist ja super, dass er uns die Autos anbietet. Ne? Und Grund, Verkaufsgrund ist halt einfach auf Familie, Zuwachs und das ist halt, passt das dann nicht mehr so ganz. Vor allem hier ist ein bisschen eng. Und den hat er nur schon sehr lange. Und irgendwie, irgendwann ist man mal nach 11, 12 Jahren bist du einfach durch damit. Entweder du lässt ihn noch weiter länger stehen, bis er sich kaputt steht. Er hat schon gesagt, Stoßdämpfer kaputt gegangen, undicht geworden, Bremse komplett verkorrodiert gewesen, kann er nicht mal freibremsen können, musste neu machen jetzt, sinnloserweise, obwohl gar nicht gefahren. Reifen uralt und so, das steht sich halt wirklich kaputtes Zeug. Mhm. Das ist der 997, die neigen halt zu Wasserundichtigkeiten, also Kühlmittelundichtigkeiten. Und dann kannst du halt immer ringsrum einen Schlauch, ein Verbindungsstück nach dem anderen tauschen. Das kann dann schon mal ins Geld gehen. Und nach 200.000 Kilometern durchaus denkbar, dass das mal passiert. Das sind halt so die Kosten, die sind halt nicht auszuschließen. Ne? Hier haben wir so ein paar Lackeinschlüsse auf der Stoßstange. Also die ist auf jeden Fall schon mal lackiert worden. Hier sieht man es ganz wunderbar. Hier ist ein Pickel drauf. Der ist nicht ab Werk, der ist dann irgendwann mal lackiert worden. Aber bei 200.000 muss man einfach auch damit rechnen. Ne? Das Auto ist ja nie 200.000 Kilometer an der Glasvitrine durch die Gegend getragen worden, sondern hier auch gefahren worden. Ist doch ein schöner Anblick, oder? Geil, ja. Das Carbon, war das drin? Ja. Manche haben sich das dann auch nachgerüstet für ganz viel Geld. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube Audi hat für die zwei Teile hier irgendwie, ich glaube, 2.500 Euro kassiert, ne? Wenn es ein Zubehör kaufen wolltest. Was er innen hat, ist er jetzt ja silbern, da ist noch Wurzelholz. Da ist Wurzelholz drin, ne? Krass. Das war so ein bisschen der Oma-Schrankwand, ne? Passt eigentlich nicht so richtig. Die Schalen drin, die waren ja auf Preis, ich weiß nicht mehr genau, was die kamen. Ich glaube, so um die 4, 4,5 kosten die. Sitzt halt wirklich, ne? Da hat sich wirklich einer mal komplett Gedanken gemacht. In dem Sitz sitzt du wirklich, als hätte sich einer drumherum gebaut. Also gefühlt, ne? Du hockst dich da rein und denkst, das ist wie ein Maßanzug. Ob die jetzt was für Langstrecke taugen oder nie, sei jetzt mal dahingestellt, Bequemlichkeit sei jetzt mal auch dahingestellt. Aber sieht halt einfach geil aus. Für mich ist es echt ein Optikding. Das Lenkrad ist übrigens eines der schönsten, was sie je gemacht haben. Das gab es auch mit Carbon, glaube ich.
Ich weiß gar nicht, was du noch nehmen konntest. Du konntest noch Schiebedach, ging glaube ich noch zu bestellen. Und dann hat das Carbon ging noch. Und dann war es das eigentlich auch schon fast. Ich glaube, viel mehr ging gar nicht. Ne? Carbon-Keramikbremse vorne ging noch. Auf der Vorderachse, das konntest du noch bestellen. Und ich weiß gar nicht, ob 20 Zoll noch ging. Ich glaube, bei 19 Zoll war glaube ich. Kleinere, 18 Zoll ging noch. Genau. Ansonsten, Farbe war auf Preis. Ein paar Kürze und das ganze Gedöns. Und, alles gut? War denn das? Feder. Feder? Ja, würde ich denken. Und, Paul, war irgendwas nachlackiert irgendwo, oder? Seitenteil hinten rechts, beim Porsche genauso, Seitenteil hinten rechts. Aha, okay. Kotflügel sind beide definitiv abgewesen. Okay, was jetzt beim? Bei dem hier. Beim Audi, okay. Na, ich bin da die ganze Zeit um den Audi rum. Okay. Also beim Porsche ist gespachtelt auf jeden Fall, ja. Hier hinten rechts. Okay. Ja, okay, stimmt, da hat er natürlich recht, ne? Siehst du ja natürlich recht deutlich, ah ja, ne? Dass die Schrauben mal woanders gesessen sind. Aber ja, weshalb man das jetzt oft hatte, ist eine gute Frage, ne? Der Besitzer der Fahrzeuge kommt jetzt nicht aus der Kfz-Szene oder sowas, ne? Er ist halt in einem ganz anderen Bereich unterwegs. Und für ihn war das quasi, das ist so der Traumwagen gewesen und den hat er sich dann irgendwie mal dazugeholt. Weil damit eher nur noch wenig zum Fahren war. Ne? Natürlich ist da die Kenntnisse in dem Bereich natürlich dann nie ganz so groß. Und da kann es halt schon mal sein, dass du eben vor Ort kommst und dann feststellst, ist da vielleicht doch noch irgendwas anderes am Auto dran. Ne? Aber ich gebe mal Entwarnung. Kann das vielleicht sein, dass sie mal irgendeine größere Reparatur gemacht haben am Auto? Komm mal her. Um auf Nummer sicher zu gehen. Ne? Wie kriegst du den Kotflügel ab? Der Kotflügel ist ja auch hier nochmal geschraubt. Und den musst du ja, die Schraube musst du lösen, um ihn abzunehmen. Warte, und die Serie meinst du? Und die würde ich sagen, ist untouched. Also die hat noch keiner in der Hand gehabt, so wie es ja, aussieht, ja, augenscheinlich. Ja. Und ich behaupte jetzt einfach mal, dass... Waren die Kotflügel lackiert, Paul? Warte. Waren die nachher? Nur hinten rechts, oder? Ich glaube, es waren nur hinten rechts. Dann gehe ich mal von der Wartung aus, nicht von einem Crash oder sowas. Ja. Wenn die andere Seite genauso aussieht? Ja, die ist nicht nachlackiert. Gut. Warum sollte man die lösen? Ich meine, es ist wahrscheinlich so, aber... Keine Ahnung, ob es da für irgendeine Wartung oder für irgendeine Reparatur vorgeschrieben ist, da irgendwie was wegzuschrauben oder so. Ich habe keinen Plan. Krass. Kann manchmal sein. Auch bei den 4F-Modellen gibt es da so eine Servicestellung, ne? Wo du dann die Frontmaske wegziehst hier. Ja. Dann hier oben die Schrauben auf jeden Fall gelöst. Und da kann es halt sein, dass die Frontmaske nach vorne ziehen, um eben hier einen Kühler zu tauschen. Aber ich weiß nicht, ob man hierfür dafür extra die Schrauben hier lösen muss. Das ergibt, weiß schon nicht so richtig, ob das Sinn ergibt. Nie allzu viel auf jeden Fall. Wer weiß. Aber wie gesagt, nachlackiert sind sie nicht. Das ist schon mal gut. Weil die Haube ist auch da, wo sie gewesen ist. Also da war auch keiner dran. Genau. Und Leute, was sagt ihr? Ne? Zusammenstellung ist echt cool, oder? Farbe, Limousine, Sitze. In Kombination ist echt ein witziges Auto, ne? Was du nie an jeder Ecke findest, meiner Meinung nach. Innenraumzustand gibt es eigentlich fast noch eine 1, ne? Ein Neuwagen einfach, ne? Ja. Ja, also da hast du wirklich sehr gepflegt. Ja, da hab ich doch gar nicht reingucken können. Schauen wir uns mal den Porsche an, genau. Können wir mal kurz den Porsche angucken? Ja, komme ich schon gleich wieder zu Hause vor. Ne? Interessanterweise mal einer der wenigen Turbos ohne Sport Chrono. Das ist eigentlich auch schon wieder selten, ne? Wenn man so will. Ja. Aber Alcantara-Helm ist halt drin, Schiebedach und Heckwischer natürlich, ne? Wie soll es auch noch sein? Aber die Farbe ist halt mal krass, oder? Das ist ja doch fast ein... Also jetzt in dem Licht fast so ein bisschen British Racing Green, ne? Ja, ein bisschen dunkler eigentlich. Wie bist du auf die Farbe gekommen? Bist du wegen, hast du das Auto gekauft wegen der Farbe oder war das wurscht? Also kein Bock auf Silber. Silber geht gar nicht, ne? Ich weiß auch nicht. Es gibt nur wenige Autos, wo Silber nicht so geil aussieht. Das ist der 997, finde ich. Silbern? Das weiß ich auch nicht. Das ist komisch irgendwie. Ja, auf dem 996 Turbo sah es übelst gut aus, ne? Von dieser? Ja, da passt das irgendwie, weil das so ein 90er-Ding ist. Ja. Aber bei dem 997, das ist so ein Auto der 2000er Jahre, finde ich, sieht halt Silber ein bisschen altbacken aus. Lass das Auto älter aussehen. Das Schwarz-Weiß oder eben das Grün ist schon verrückt. Die Farbe ist brutal, wirklich. Selten den 997 in so einer geilen Farbe gesehen. Echt. Ja. Der hat den Unfall frei vermacht sozusagen, ne? Okay. Guck mal hier. Das ist auch schon ein Relikt aus vergangenen Tagen. Das ist fast wie so ein Telefon mit einer Wählscheibe. Die heutige Jugend weiß damit nichts mehr anzufangen. Oh? Spotify. Spotify. Jawohl. Was ist das? Spotify der 90er. So, hier haben wir das Tire-Fit. Hier ist das Felgenschloss. Das ist wirklich nie unwichtig. Achtet beim Gebrauchtwagenkauf darauf, dass das scheiß Ding da ist. Spätestens beim nächsten Radwechsel fuckt's ab. Wenn es nicht da ist, kannst du mal loben.
Jede gute Werkstatt überprüft das vor dem Radwechsel. Ansonsten nehmen die das Auto auf die Bühne, parken es auf und stellen fest, ups, kein Felgenschloss da. Wer kennt's, sage ich immer, ne? Die Haube haben sie halt mal lackiert, ne? Wegen Steinschläge, siehst du auch auf dem Dach. Ja, macht Sinn. Na, relativ viel, bei 200.000. Okay, gut. Also sein Teil hat der Paul recht, ne? Gut, zeigt das Gerät auch ganz deutlich an, ne? Ist das gespachtelt? Ja. Hier unten im unteren Drittel, ne? 408. Ist er. 660. Ja, ist er schon ganz gut dabei. Ne? Hier ist mal was gewesen. Was auch immer das war. Also als unfallfrei würde ich ihn jetzt nie anbieten. Das wäre mir zu heiß. Ne? Man weiß ja nicht, was es war, aber sag mal, wenn schon ein Spachtel dann drauf ist, dann wird es wahrscheinlich mal ein Schaden gewesen sein. Wobei jetzt hier die Türe im Serienlack sich befindet fast. Ne? Ne? Das, Lackhandel? Weil der Schaden ist hier unten, im unteren Drittel. Ja. Jetzt können wir mal glotzen hier, ob die bis rein lackiert haben hier. Nee. Doch. Würde schon sagen. Obwohl, naja, das lässt sich mal ein bisschen blöd messen hier auf den Ecken. Gut, hier ist ja hier so eine Art Hammerschlaglack drauf. So ein überlackierbarer Unterfahrschutz, meine Güte. Also hier ist sauber gearbeitet worden, in die Kante reingeklebt worden wahrscheinlich. Oder hier, man hat es wirklich ein bisschen hinter aufgemacht. Also hier oben sind 186. Also es könnte schon sein, dass man dann hier 174. Es sieht so aus, als hätte man hier mit reinlackiert. Hier ist ein Pickel auf jeden Fall. Also hier bis hierhin hat man auf jeden Fall lackiert. Mhm. Und hört es dann irgendwie auf, wie hat man es dann beilackiert irgendwie und verschliffen, also so, dass es wirklich nicht siehst, also hier hat man sich schon Mühe gegeben. Na, man kann ja eine Lackkante, kann man hier auch verschleifen. Wenn die Lackkante noch sichtbar ist, hat der Lackierer in Anführungsstrichen einfach keinen Bock, Muße, Zeit, was ich gehabt, oder zu wenig Bezahlung, um das noch zu richten. Man kann es theoretisch so gut wie es geht finishen, ne? Dass man es eben nie sieht. Was ich übrigens bei Porsche, ne? Also die besten Getränkehalter ever. Beim Panamera und beim 997. Besser geht's nicht. Ja. Muss ich wirklich sagen. Und die sind stabiler als man denkt. Ja, Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Gucken wir auch jede Klappe hier an, jedes Fach. Lederzustand. Ne? Hier ist auch nichts abgekrabbelt oder zerkratzt von irgendwelchen Ringen und Fingernägeln. Hier hat auf jeden Fall noch nicht so häufig jemand gehockt. Ist auch nie repariert worden, also auch keine Brandlöcher beseitigt worden und sowas. Ne? Das ohne Ganze gibt es sogar schon AUX und iPod-Anschluss. So, Beifahrer-Airbag ist nicht abschaltbar. Das ist ein bisschen schade wegen Kind. So, ansonsten die Tür war nicht nachlackiert. Also so ein Lackschichtenmesser macht die Arbeit schon deutlich leichter. Ne? Sonst müsstest du halt bei einer Top-Lackierung, in einer Top-Qualität, ne? Hatte letztens ja JP, war ja bei, wie heißen die, AP Classics oder so heißen die, glaube ich. Ne? Und die machen ja für relativ scheinbar viel Geld eine Top-Lackierung. Mhm. Und eigentlich, wenn man so ins Verhältnis setzt, wie viel Arbeit da drin steckt, was die dort machen, Auto komplett zerlegen in alle Einzelteile und bearbeiten und wieder zusammenbauen, es ist eigentlich fast schon günstig. Möchte ich mal behaupten. Ne? So, jetzt können wir mal hier vorne dasselbe Spiel. Hier siehst du eben die Verschraubung halt nur partiell hier oben. Ne? Jetzt könnte man sich hier, ist halt ein bisschen süffig, da sieht man das kaum. Normalerweise ist es halt so, dass zum Beispiel, wenn du eine Schraube löst und die dann wieder festziehst, drückt es ja den Lack durch das Drehmoment zusammen und schiebt ihn dann so auf kleine Berge so aufeinander und fängt an zu reißen und zu brechen. Meistens. Ja. Ist ja beim RS4 so im Ansatz zu sehen, die Schraube drumherum. So, da kam ja die Diskussion jetzt letztens auf, oder beziehungsweise nicht die Diskussion, aber zumindest man könnte das ja finishen und so machen, dass man es nie sieht. Das würde ich gerne mal sehen wollen, wie ihr das macht, weil wenn dann diese kleinen Risse hier sind und die kleinen Berge sich aufgestellt haben, wir wissen das so finishen, dass man das wirklich nicht mehr sieht. Da müsstest du dann wirklich mit einem kleinen Dremel das dann einzeln nachbearbeiten und dann nochmal einzeln nachlackieren. Ja. Das ist vom Aufwand her schon ein bisschen Quatsch, finde ich. Ne? Ja, und hier siehst du auch, dass hier keiner drin war. Also hier würde ich sagen, hier ist Original, weil, guck mal, hier hat auf jeden Fall schon mal irgendwie einer drin herumgedreht. Ne? Und das siehst du auch hier, dass hier der Lack fehlt. Das ist so eine typische Stelle dann. Ne? Passt auf den ersten Blick. Könnte mal den indisch-roten Porsche, muss man das Video löschen. Ja, leider. Wie saß da die Haube, weißt du noch? Da konntest du hier einen Brief einwerfen, da wusstest du auch nicht so richtig, ob du lachen oder heulen sollst. Es war auch halt hier komplett krumm und schief. Komplett schief, ne? Genau, Haube ist auch nachlackiert, ne? Hier behaupte ich mal wahrscheinlich wegen Steinschläge. Ne? Das haben fast alle Sportwagen,
Es gibt zum Beispiel kaum Ferrari älteren Baujahrs mit einigen Kilometern oder Lamborghini, die nie eine nachlackierte Frontschuhstange haben. Die sind fast immer nachlackiert wegen Steinschläge. Nur die wenigsten hatten eine Folie von Anfang an drauf. Mittlerweile bieten sie auch die Hersteller an ab Werk, ne? Steinschlagschutzfolie. Das hat ein Teil hinten links aber auch gemacht, ne? Interessanterweise. Das ist auch lackiert. Und das hat man dir nie gesagt, ne? Das ist natürlich ärgerlich. Ja, die Versiegelung trägt ja nicht auf, ne? Nee, eigentlich nicht. Also nie so in dem Maße. Ja. Das kann ich mir nicht so. Dann hättest du ja auf dem Kotflügel auf dem Dach und so, hättest du ja auch dann. Ja. Ja. Also auf beiden Seiten mal links, rechts. Warum auch immer, ne? Sonst zieht sich jetzt natürlich der Kenntnis. Den Vorbesitzer hast du dann nie kontaktiert gehabt, ne? Nee, nee. Ja, das muss man wahrscheinlich. Wenn man richtig gut ist, macht man das. Du musst ja oben erstmal rankriegen, die Leute, ne? Das ist es. Ja. Das ist das Problem. Die meisten sind ja irgendwie anonym unterwegs, fahren die älteren Semester. Da wird es schwierig. Ne? Irgendeinen jungen Spunden findest du vielleicht bei Instagram, schreibst ihn an, kriegst vielleicht eine Info. Ne? Aber bei älteren Leuten und dann auch noch aus Österreich, könnte schwierig werden. Ansonsten Zustand, na klar, hat ja schon ein paar Nachlackierungen dran. Die Lackqualität ist gut, ne? Also hier ist wirklich, Holm würde sagen, geht klar. Das sind schon, also der gute Porsche ist ein bisschen viel nachlackiert in so einem Zeug. Mit der Spachtel und so ist nicht so geil. Aber die Bude hier, finde ich, ist ein ziemliches Sahnestück. Ja, deswegen bin ich auch primär hier. Wobei du aber immer nie so 100% weißt, ob es jemand anders auch gibt, der sagt, oh ja, für mich ist das Unsahnestück und ich gebe das Geld dafür aus. Weil geschenkt kriegt man die Autos natürlich auch nicht. Max 7000 sagt er jetzt Umdrehung, ne? Oder nach kalt ist der Kollege. Also Innenraum ist ja wirklich top. Also Innenraum, na, hier ist auch nichts abgelöst vom Softlack. Das ist ja der Klassiker, ne, bei denen. Die hängt natürlich jetzt hier die Getränkehalterung, die will es gerade nicht. Ja, Vorfeld, ja. Da. Zu wenig benutzt. Ja, genau, warum hängt Klassiker. Die? Zu wenig benutzt. Verkäuferspruch, Türfangband kaputt, ja. Warum klappert denn die Tür so, wenn er zu wenig benutzt? So, dann gucken wir uns mal den Elber zu Ende an. Da war schon gerade dabei. Da hätten wir was Anständiges gelernt, ne? Hätten wir was Anständiges gelernt, wären wir jetzt nicht hier. So. Das sieht doch gar nicht mal so scheiße aus. Also dicht und trocken erstmal auf den ersten Blick, ne? Das ist erstmal schön. Wir erinnern uns bitte an den Riga Porsche, der indisch-rote. Aber das sieht erstmal gut aus. Das Getriebe kann ich jetzt nie so richtig sehen, aber das sieht auch okay aus, ne? Und das ist auch nicht gestern abgewischt, sondern es ist einfach trocken. Es ist einfach dicht und trocken, ne? Ja. Abgaslage ist komplett serie. Und wenn du hier anfängst, die Turbolader ausbauen zu wollen, wegen irgendwelchen Upgrade-Scheiß, dann kann ich jetzt schon sagen, wird auf jeden Fall ein Sackgang. Weil hier keine Schraube mehr aufgeht. Aber das ist typisch, ne? Ist ja der Witterungsverhältnissen hier ungeschützt komplett ausgesetzt. Und heiß, kalt und die Jahre tun ihr Übriges. So, von oben ist ja nicht viel zu sehen. Was beim 997 immer auf Kühlwasserverlust hindeutet, ist natürlich A, der Ausgleichsbehälter, ne? Und B, dann ein relativ intensiver Kühlmittelgeruch, der dann relativ intensiv quasi um den Motor drumherum aufsteigt, wenn er läuft. Oder generell, wenn er warm war, jetzt ist er ja einigermaßen warm. Das sind dann so Indikatoren dafür, dass wenn du Kühlmittel riechst, dass irgendwas undicht ist. Und das kann bei dem Auto Sackstand werden. Wenn er jetzt noch Leistung hat und gut schaltet, funktioniert das, denke ich, ne? Das sieht bei mir auch schäbig aus hier dann, ne? Ich denke, das ist wieder ein Auto mit viel runter, was einfach fährt. Ne? Genau, das ist ein Auto, das, ne, wie der schwarze Porsche, wie das G-Modell. Ja. Das ist ein Auto zum Fahren und Spaß haben. Hat er einen Kratzer? Naja, gut, dann ist es so. Ja, das ist jetzt kein Trailer Queen, wo du sagst, Mensch, die stelle ich mir hier neben meinen Esstisch ins Wohnzimmer. So wie das meine Intention mal gewesen ist. Sondern das ist ein Auto, das kannst du auf der Straße immer stehen lassen, ohne dass du heulst. Oder Angst haben musst und bei jedem Zucken draußen auf der Straße ans Fenster rennst nachts früh um drei und klotzt, was los ist. Das sind doch eigentlich die geilsten Autos. Wo du einfach sorgenlos fährst. Ja, es ist wie so wie die Dirty Bitch. Ne? Haben wir ja vorhin schon mal ausgewählt. Ja, ne? Da haben wir schon mal. Ich sag immer, die Mutter deiner Kinder schlägst du nicht. Ich will sie übertragen, sind in der Kiste. Ja, ja. Ne? Die schmutzigsten Sachen machst du als Typ und wahrscheinlich auch die Frauen, weiß ich jetzt nicht genau, aber machst du nie mit der Mutter deiner Kinder. Und so ist das hier auch. Da latscht du auch mal rein. Da latscht du immer rein. ich gehe davon aus, dass die Kilometer echt sind. Weil wenn gerogelt, dann macht er unter 100 mehr Sinn. Ja. Ne? Und das ist für so ein Auto, wenn man jetzt Bedenken hat, ob 200.000 Kilometer für das Auto jetzt ein Problem sind oder nie, wenn er regelmäßig gepflegt und gewartet wird, was hier jetzt laut Serviceheft auch der Fall ist, und so macht er auch den Eindruck, denke ich, dass du damit nochmal dieselbe Strecke fahren kannst. Mit dem Motor. Getriebe weiß ich jetzt nie, aber die halten eigentlich auch lange, weil es ein Mercedes-Getriebe. Ne? Das 5-Gang-Wandler-Automatik ist quasi auf der C-Klasse, E-Klasse und Co. Also ist der effektiv zweite Hand? Effektiv zweite. Okay, gut. Das ist wirklich nie unwichtig bei so einem Auto. Ja.
Es gibt ja Leute, die reiten dann massivst auf diesen Vorbesitzer-Ding rum. Und ja, ja. Aber findet man 12, warte mal, 08 ist der gewesen, ne? 08. 13 Jahre altes Auto aus zweiter Hand. Ja, gerade in RS, ne? Und AMG und so die neigen. Ja, eigentlich immer. Alle halben Jahre Besitzerwechsel stattgefunden hat, die ersten 5 Jahre. Genau. Gefühlt, ne? Ich finde das geil, dass das so Matze über ist, fühle ich. Ja, das war Serie. Ich glaube, hier gab es noch nicht mal exklusiv für die Dinger, ne? Gab es gar nicht schwarz. Obwohl, doch, ja, doch, beim Avant gab es glaube ich schon schwarz. Dächtig hätte ich schon mal gesehen. So, jetzt können wir mal schnell ins Porsche-Check-F gucken hier. Bin ich sehr dreckig, aber geht's? Ja. Der ist die ersten Jahre gut bewegt worden, ne? 30, 60, 90, 100, 19, 150, 173 und dann wird's weniger. 184. Gut, das können wir erstmal zurücktun. Wie sieht denn der Steckaft aus? Das war ja auch in Ordnung, ne? Dann fahren wir mal eine kurze Runde Probe irgendwie, oder? Geht das? Ja. Ich finde das Beta-Auto nicht schlecht, um ehrlich zu sein. Ja. Angel kleine Nachteil ist hier natürlich schon, bei dem sehe ich das mit der Nachlackierung noch gar nicht so verbissen. Spachtelei ist ein bisschen blöd. Spachtelei ist halt blöd, ja, aber es ist halt kein Neuwagen. Nee. Ich denke, derjenige, der das Ding kauft, der kauft das ja eh mit dem Wissen, dass er damit fahren will und so. Ne? Ja. Die Reparatur scheint ordentlich ausgeführt worden zu sein. Ich habe so ein bisschen die Intention, ne, wenn das Auto einen Treffer auf dem Seitenteil beim 997 bekommt. Mhm. Ja. Was geht dann immer kaputt? Was müssen wir da schon? Ach so. Auch bei einem kleinen Schaden? Ja. Meinst du wegen Ladeluftkühler? Genau. Ja. Die haben eigentlich direkt, ja, sind ja, eigentlich direkt mit Mode. Mhm. Deswegen würde ich jetzt mal mutmaßen. Man kann, oftmals bleiben die zerbeult drin, die Dinger. Ja. Na? Kommt dann später erst neu. Da die relativ neu aussehen, man müsste jetzt nochmal genauer beäugen, behaupte ich, dass die neu gekommen sind und die da nie gespart wurde. Mhm. Vor allem die Lackierung ist dann auch echt gut, oder? Also würde ich sagen. Mhm. Das ist ja wirklich nicht irgendwie in der Hinterhofwerkstatt, sondern. Nee, die Kupplungspedal macht irgendwie ein komisches Knackgeräusch noch. Zu wenig Platz. Schon hart das Ding, ne? Ja. Und mit den Sitzen in Kombination ist das dann schon ein Thema, ne? Aber man sitzt echt sehr gut. Man fühlt sich echt so umarmt so ein bisschen. No, genau. Ja, wie als hätte man es immer um dich drum herum gebastelt. Ja. Als wärst du bei der Produktion des Sitzes da gewesen und die hätten bei dir Maß genommen. Mhm. So fühlt es sich an. Mhm. Und du kannst dich auch noch mal enger stellen, ne? Das ist schon geil. Und breiter natürlich. Die Straße in Frankfurt sind aber auch. Die sind toll. Bisschen wild. Erinnert mich ein bisschen an Dresden. Also, bei dem Auto, wenn hier einer anruft, kannst du quasi zur Vorbesitzergeschichte sagen, 2, passt, ist legitim, ne? Unfallfreiheit. Macht eine Paul dafür Moves eigentlich? So hier? Ja. Was willst du denn so testen? Finde ich irgendwie albern. Also, wüsste jetzt nicht, was du da jetzt daraus schließen willst. Nein, so richtig. Das ist technisch. Was die Schlussfolgerung danach ist. Da müsstest du längere Kurven fahren, quasi mit höherer Geschwindigkeit, damit du quasi den Lastwechsel auch richtig hören kannst. Also wenn jetzt ein Radlager oder irgendwie ein Achsspiel da sein sollte. Weil so hier, was willst du denn da feststellen? Fahr du das Ding hier wie 1. Mai. So wie er aussieht, ne? Mhm. Jetzt mal die erste Taste überdrücken, bitte. Genau, geht der Sitz enger? Echt? Sehr gerne. Mhm. Jetzt muss man dann nochmal gucken, hier Spiegelverstellung, ob das alles geht. Aber vom Zustand her, Innenraum 1 minus. Und das Minus nur, weil ein paar Gebrauchsspuren wird er ja haben. Ist er nie komplett neu. Ich bin jetzt nie unzufrieden. Die Nachlackierung, ich glaube, dem Besitzer, der wusste das nicht. Ne? Ja, der macht einen soliden Eindruck. Ja, das ist kein. Ich glaube nie, dass das ein Verbrecher ist oder irgend sowas, ne? Der Digger. Nee. Der hier irgendwie einen Hobbyhandel nebenbei betreibt, in Anführungsstrichen, nee. Und dir irgendwas will, das erzählen will. Das glaube ich jetzt nie. Ja, allein schon wegen der, weil er den so lange hat. Ja, 2009. Ja. Überleg mal, Alter, weißt du, was ich 2009 gemacht habe? Nur Schwachsinn. Ach, das wäre mal zu hart. Ja, schon dauernd, stramm, ne? Ja, ja. Vor allem, es ist ja so, wie es ist, ne? Das kannst du ja nicht verstellen. Nee, wir verstellst du nichts mehr. Ja. Das ist so hart, wie es hart ist. Ja, das hoppelt schon sehr. Hm, ist schon, ne? Fahr damit mal durch Striesen. Sehr kompromisslos, das Ding. Ja. Gut, hier brauchen wir also 4 neue Reifen hier, weil die sind alt. Ja, die passen zu uns hier. Die passen auf jeden Fall erstmal zu uns, ja. Fahren wir jetzt eigentlich genau hin. Aber mit den Kurven fahren tut das Ding auch immer mega, ne? Ja, vor allem mit den Sitzen, ne? Komplett geil. Ja, hast du so das Gefühl, dass du jede Kurve meistern kannst, ne? Mhm. Ja, es gibt halt bei dem Elver, das ist halt schon so ein Thema, ne? Nachlackierung dran.
wo keiner den Ursprung kennt. Okay, eine Nachlackierung aus kosmetischen Gründen sehe ich jetzt gar nicht so als Thema. Ja, wer sich daran ergötzt bei einem Auto mit 200.000 Kilometer, hat einfach eine Macke. Wobei ich schon nachvollziehen kann, dass man bei einem Auto für 50 oder mehr da auf jeden Fall deutlich genauer hinguckt als für ein Auto für einen 10er. Ja, das sieht so gut aus, ne? Ja, gut sieht aus. Wie das da fährt. Ja, ne? Schnell ist es nicht. Nee, wirklich nicht. Ist ein Auto für uns das? Ist eigentlich eher was zum Sammeln und Hinstellen. Na, no, der Wertzuwachs warten. Mhm. Sound. Ah, Sound ist schon geil, wie der in der Tiefgarage anging. Das war schon. Brutal. Schön, ne? Das war schon cool. Brutal. Aber wir haben jetzt, da ich heute wirklich müde bin und im Arsch. Das ist auch, weißt du was, so ein Auto ist immer Gemütslagen abhängig. Klingt jetzt doof, aber es ist wirklich so. Mhm. Wenn du, letzte Nacht habe ich nie viel schlafen können, aufgrund unserer Tochter, die irgendwie der Meinung war, nachts ist Action angesagt. Und gefühlt habe ich eine halbe Stunde gepennt. Und du eh schon gerädert bist und dann in so einem Auto sitzt, überfordert dich das dann. Mhm. Klingt jetzt echt bescheuert, aber es ist so. Und so geht es mir gerade ein bisschen. Mir würde das Gehoppe jetzt irgendwie 500 Kilometer bis Heben auf den Geist gehen. Also da würde ich ja sagen, fast der ist der M3 von meinem Kumpel Robby. Ja. Komfortabler. E92 oder 93 ist Cabriolet. Wo fahren wir denn eigentlich hin? So, also fahren, Note 1 würde ich sagen, gibt's nicht, außer dass das Ding scheiß hart ist. Gucken wir, ob dein Sitzgedöns alles geht, ne? Hinter, vor. Also nicht mal der ist abgebrochen, ne? Nee. Und wie steht's um die hier? So, schauen wir. Das ist auch gut. Das ist wirklich der absolute Klassiker hier oben, ne? Alcantara-Himmel, geil. Auch dieser Spiegelpinöpel, da ist doch immer so eklig. Eklig deprig, ne? Ja. Aber oh, der passt auch, ne? Also. Ja, Qualm hat die Küste. Ich finde es gerade krass, dass hier nichts verkratzt ist und so. Zustand in Raum, wirklich auch ja. Hier, ne? Handbremshebel, Mehlhebel, Lenkrad. Gut, Lenkrad ist halt relativ glatt jetzt. Ne? Daran erkennst du eigentlich immer ganz gut, wenn es hier so richtig schön glänzt. Mhm. Dann weißt du, dass die Kilometer, also entweder hat sich eher aus Angst immer am Lenkrad festgehalten, aber dann weißt du, dass der eben schon ein paar Meter runter hat. Hier ist aber auch nichts mit dem, der silberfarbene Lack ist hier nichts abgekrabbelt, gar nichts. Nur hier hast du ein bisschen eine Abnutzung am Leder. Ansonsten würde ich sagen, ist das Ding eigentlich im Innenraum auch in einem sehr, sehr ordentlichen Zustand. Ne? Also der ist besser innen als das Cabrio, was weniger runter hat noch. Genau. Ja, das Cabrio, ne, das spricht halt, ist halt eine, liegt eigentlich auf der Sache. Ja. Auf der Hand, weil. Was war jetzt ein strange noise? Das klang jetzt irgendwie wild. Ich weiß nicht, ob das der Spoiler war, der einfuhr. Ach so, doch, das kann sein, ne? Dass stimmt. Der paar Geräusche gemacht hat gerade. Also perfekt wäre es gewesen, die Dinger wären jetzt, also der RS4 wäre zum Beispiel ohne Lachlackierung. Mhm. Dann wäre er eigentlich perfekt. Ja, das wäre ein Träumchen, ne? Dann hättest du dreimal ja sagen können. Deutsches Auto, zweite Hand, unfallfrei. Checkheft gepflegt, viermal ja. Muss man halt überlegen, was das Gesamtpaket sagt, ne? Also, Mietwagen erfolgreich abgegeben. Wo müssen wir denn eigentlich lang? Wo wollen wir denn hin? Na, eben, wenn es geht. So. Oh Mann. So, wie es sich jetzt natürlich daraus ergibt, wir sitzen zusammen alleine im 997 Turbo, im wunderbaren Tannengrün. Tannengrünen 997 Turbo MK1 Coupé Tiptronic. Habe ich das wieder gut gesagt oder habe ich das wieder gut das gesagt? Das hast du wunderbar ausgedrückt. Alter, das habe ich mir gerade die ganze Zeit schon überlegt. Das glaube ich dir. Alter, was hier in Frankfurt an S-Klassen rumfahren, B222, ist ja nicht normal, ne? Danke. Warte mal, die Mama ruft an. Mama, bist du auf laut? Hallo! Hallo! Ich glaube, der Lindner färbt Hallo. Ab. Was? Der Lindner färbt ab. Ach so! Ach so! Ach so! Es geht die ganze Zeit nur. Ach so! Ja, die macht willst wieder. Du jetzt irgendwas oder willst du mir bloß auf den Sack gehen? Wahrscheinlich jetzt. So redet die immer mit mir. Hier mein Zirkus. Ja, nee, da müsst ihr hin, ja genau. Und ich bin hier der Direktor. Zirkusdirektor. Das ist die DRG. Und dann habe ich gesehen, Panamera ist da in RS3, war? Jo. Und Panamera? Oh, sehr schöne Farbe. Das wirkt halt sehr schön mit dem Schwarz und wenn das Auto sauber ist so. Mit dem Klassikrad in Kombination mega, war? Nee, das Rad finde ich hässlich. Geil. Das macht das eigentlich ein bisschen kaputt.
was? Was macht das, Kunde? Das lässt. So, warte mal, ich muss mal jemanden anrufen, der Geschmack hat und Ahnung von Autos. So. Sieht aus, als hätte er die Windelweide aufgezogen. 20 Zoll Klassikrad, oder? Aber der sieht gut aus. Was für eine Farbe? Diesen Mülltütenblau hier, wie das hier ist. Mülltütenblau? So, ich muss das Gespräch jetzt leider beenden und die Scheidung einreichen. Wiedersehen. Guck mal, hier Dubai. Das ist komplett Dubai. Ja, gefühlt. Das Dubai ist Mini. Ich wüsste nicht, ob ich da leben wollte. Ja gut, da sieht man mal wieder, dass Geschmäcker verschieden sein können. Für uns ist es die geile Farbe Sprintblau und für die Lisa ist es einfach Mülltütenblau. Ja. Ja, da merkst du, dass wir uns auch hin und wieder mal die Haare kriegen. Und das Klassikrad, das 21 Zoll, ist für die Lisa bitteschön ein Winterrad. Ein hässliches, wohlgemerkt. Ein hässliches Winterrad. Ja. Gut, Geschmäcker sind verschieden, kann jeder alles mögen, so wie sie sieht. Ja. Die sieht aber auch ein bisschen aus wie Polis, hä? Ja, von Dubai nach Polis direkt. Ne? Ja, ging schnell. So, und so wie euch das jetzt, wahrscheinlich ja, wie sich das jetzt jeder denken kann, sind wir uns jetzt hier final einig geworden. Ich denke, es war ein fairer Deal für beide Seiten. Für den Verkäufer war es natürlich insbesondere entspannt, weil Stress null. Hat vorher ein bisschen die Daten hin und her geschickt, dann haben wir einen Termin ausgemacht und dann sind wir hergekommen. Nur seine Mittagspause musste er ein bisschen überziehen. Der musste seine Mittagspause überziehen und gut. Ja. Und musste mit niemandem rumärgern, rumschlagen, wusste, wer kommt. Und ich glaube, das ist wirklich auch ein Thema für die Leute, die an uns ein Auto verkaufen. Die wissen eben, wer da kommt. Ja, das stimmt. Ne? Die wissen, da kommt nicht irgendein Unsympath. Gut, vielleicht auch. Man weiß es nicht. Aber die kennen uns einfach, ne? Die wissen es einfach schon dann. So. Und da sind die wahrscheinlich auch null aufgeregt, weil, weißt du, da kommt der Enrico mit dem Julian und vielleicht mit dem Paul oder sonst wen oder der Lisa und die holen die Buden ab. Ja. Und ich kann es auch nie anders sagen, aber ich bin doch wirklich mittlerweile der Meinung, dass wir an dem Punkt jetzt ankommen, wo so diese Gemeinde, diese Community, die wir uns aufgebaut haben, weil ich schon oft gefragt wurde, bringt das was? Ja. Ich sag dir, im Verkauf sekundär nicht messbar. Weil die meisten kommen in den Laden rein und sagen, ich habe euch bei YouTube gesehen, deswegen kaufe ich jetzt hier ein Auto. Ja. Das sagt eigentlich nie einer. Nee. Habe ich noch nie erlebt. Die sagen es, wenn dann hinterher, beim Abholen. Weil die dann, wie ich schon ein paar Mal gesagt hatte, die gucken dann hinterher nochmal nach, habe ich einen Eindruck. Irgendwie. Ja, weiß auch nicht warum. Vielleicht wollen die abends nochmal sicher gehen und bei was für Idioten habe ich jetzt hier eigentlich das Auto gekauft? Die sahen alle total wild aus. Die machen nur einen ganz komischen Eindruck. Ja. Und, oder die sehen uns dann vor Ort, wie wir das drehen, kann auch sein. Ne? Das kommt noch, ja, doch, ja. Euer, dass die das halt auch dann vor Ort sehen. Ja. Und sich denken, was machen die denn hier? Was aber messbar wird langsam, ist die Tatsache, dass wir Autos darüber kaufen, verstärkt mittlerweile. Natürlich passt nicht immer alles und jedes Auto, manche haben einfach auch, das haut halt mit den Vorstellungen einfach nie hin. Das passt, das habe ich aus dem runtergeschalten. Ups, Entschuldigung. Ja, das passt dann halt einfach nie. Und ist aber auch nicht schlimm. Aber danke fürs Angebot, ne? Vielleicht passt es ja ein andermal. Und der, wo wir jetzt waren, hat schon gesagt, wenn ich mal ein Auto brauche, komme ich auf jeden Fall safe zu euch. Wenn es was gibt, was mir gefällt, dann bei euch. Das ist geil. Das ist halt geil. Ja. Und so, das ist halt cool. Durch dieses Auto-Kauf-Ding kriegt man irgendwann so ein paar Gesichter zu der Community. Klar, nicht alle, logisch, geht nie. Bei fast 14.000 mittlerweile. Habe ich letztes Mal überlegt, ne? Hast das halbe Dynamo-Stadion schon fast halb voll. Mhm. Wenn alle kommen würden. Ja, unvorstellbar viel. Und was auch für Leute das teilweise sind, das sind ja von allen was, also von jeder, das reicht wahrscheinlich vom Metzger bis hin zum Banker, bis zum Anwalt, bis zum Richter, keine Ahnung, ist glaube ich gefühlt alles dabei. Und halt also sieht man ja an ihm auch nicht nur die übelsten Autofreaks, sondern halt auch Leute, die jetzt nicht so krass in der Materie sind, die es einfach nur irgendwie so fühlen halt. Ne? Die fühlen, ne? Die finden es geil und feiern das und kaufen sich eben so ein Auto, weil sie es vielleicht auch können, ja. Was ihnen auch gegönnt sei. Sehr sympathischer Mensch gewesen, ne? Der war ja mal, muss ich jetzt mal so sagen, hat noch nie so einen tiefen, also selten so einen krass tiefen, entspannten Typen erlebt. Ja, ja. Da muss ich jetzt, also ich hau das jetzt mal so raus, ich weiß nicht, ob ich das darf, aber ich mach's jetzt einfach mal. Der hat uns Auto, Schlüssel, Kaufverträge, Papiere, alles mitgegeben. Würdest du das machen? Also gut, bei jemand Fremden nicht. Nee, auf keinen Fall. Ja, ich weiß nicht, ob ein YouTube-Kanal ausreicht, um das Vertrauen so zu geben. Weiß ich nicht, ob ich es machen würde. Naja, also ich freue mich drüber, über jeden
Zukauf, den wir so tätigen können, freue ich mich. Mhm. Ich denke, genug geschwafelt, oder? Ja, ich denke auch. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Video hat euch einigermaßen entertained. Achso, wer übrigens, muss ich noch vergessen, wer uns übrigens bei Instagram folgt, der sieht natürlich alles ein bisschen eher. Ja, der sieht es auch heute in der Story und so. Ne? Der ist live schon quasi informiert und weiß genau, was läuft. Ja. Also guckt bei Instagram mal vorbei, da hängen wir nämlich noch ganz schön hinterher. Das stimmt. Freunde, ich hoffe, es hat euch entertained. Und bis bald. Tschüss.